Moinsen, Videospielcode hier. Willkommen zu einer Runde CSGO. Ich hatte im letzten Video ja gesagt, dass ich mal nachts gezockt habe mit ein paar Leuten. Und das ist die Runde, die dabei entstanden ist. Mit dabei sind Giz, Mr. Zero, der hier Friends heißt, das ist sein zweiter Account. Dann Video Fana, Fana, ich nenne jetzt einfach mal nur Video. Und Kahirifi. Oder wie auch immer. Ja. Das ist also unsere Runde. Giz hat, warum auch immer, sich für die Map Office entschieden. Ja. Und ich kassiere dann natürlich sofort. Ja, warum Office? Ich habe keine Ahnung. Office spielt sich. Obwohl ich mag Office jetzt eigentlich so. Am Anfang dachte ich auch so. Aber. Weiß nicht. Ich finde die jetzt nicht so. Also nicht schlechter als andere Maps, muss ich sagen. Aber egal. Ja, wir starten hier jetzt Tees. Die Gegner. Ja. Haben nur noch einen übrig, der hier lang hockt. Na? Kriegt er ihn? Sauber. Erste Runde gewonnen. So muss das. Ist ein ziemlich geiles Match geworden, aber erwartet jetzt nicht so viel von mir. Weil zu der Zeit hatte ich wirklich lange nicht mehr Counter-Strike gespielt und von daher, ja, ich zeige jetzt mal lieber nur die anderen Spieler, ne? Mich sieht man dann vielleicht zwischendurch noch mal kurz, aber der Fokus liegt jetzt lieber nicht auf mir. Gucken wir mal den Leuten zu, die es können. Also, der gute Kahirifi deckt hier lang ab. Oha. Und die Gegner verfolgen ihn. Er ist auch schon fast tot. Das ist natürlich nicht so gut. Wichtig bei dieser Map ist immer, dass man smoke, da diesen kurzen Weg, damit die da nicht reinkommen. Damit man da einfach möglichst lange die ja, beschäftigt hält. Also am besten, oder wir haben das dann so gemacht, dass jeder einen Smoke mitgenommen hat, dass wir die dann wirklich richtig lange da festgehalten haben, kurz. Dass sie wirklich nur lang eigentlich immer so durch konnten, sofern der Sniper nicht ausreichend geregelt hat. So, ich glaube, da hüpfe ich durchs Bild, kann das sein? Ja, ich lebe noch. Ich glaube, ich hüpfe da durchs Bild. Oh, ich habe sogar einen geholt, Wahnsinn. Ich zeig das nicht, ich bin da. Oh, ich habe sogar zwei geholt. Wieso zeige ich mich denn nicht? Nein, Chats. Ich glaube, das sind doch die einzig guten Momente, die ich hatte. Ich glaube, ich wurde auch nur zweimal MVP. Was ja sonst eigentlich eher nicht so ist, aber. Die Gegner waren so hart. Ich glaube, vom Rang her sieht man das. Ja, guckt euch mal die Ränge an. Die sind natürlich, ja, ne? Ganz bisschen über mir. Die anderen beiden waren auch so an dem Dreh. Wo Giz ist. Ja, Friends ist hier sowieso. Also Mr. Zero hat sowieso in seinem Hauptaccount einen höheren Rang und ja. Von daher kann ich mir darauf schon was einbilden, dass ich ein paar geholt habe. So. Auch hier schön mit der Smoke auf Zeit spielen. Ja, da hat er nicht rechtzeitig reagiert. Boom! Granate in dein Gesicht. Den Smoke sprayen. Ich glaube, deswegen mögen viele Office nicht, weil es gibt diese zwei Wege eigentlich nur. Also es gibt nur diese zwei Wege. Und den einen Weg kann man permanent absmoken. Das ist relativ witzlos. Und der andere ist dann eigentlich immer so eine. Ah, so eine Sniper-Hölle. Und ich bin der Letzte. Woo! Ja. Sobald er sich eine AWP leisten konnte, hat er, glaube ich, auch geregelt. So richtig. So, boom, ich habe einen Kill, Wahnsinn. Und dann, ja. Traurig. Aber wie sieht's aus? Ich habe insgesamt 3-2 KD. Mensch. Ich glaube, das Verhältnis kann ich leider so nicht halten, aber von Anfang. Ist okay. Und ich meine ganz ehrlich, dafür, dass ich echt lange nicht gezockt habe, habe ich relativ gut mitgehalten, muss ich sagen. Und auch den Rang hier überhaupt nicht habe.
Dafür habe ich mich gut geschlagen. So, die Nummer 7 rusht. Der Video. Gucken wir ihm mal zu. Der umläuft da hier die Gegner. Sauber. War es eine Arme? Ich habe es gar nicht gesehen. Egal, das war natürlich jetzt richtig sauber. Ja, gleich den zweiten. Nein, nein. Scheiße, wie hat der das denn überlebt? 25 HP am Arsch. Wie hat der denn noch so viel? Oh, hier ist mal eine Doppelsmoke bei Giz. Bisschen schlecht getimt, aber sind eh nur noch zwei Gegner, wovon der eine hart angefragt ist. Die flüchten wahrscheinlich nur. Die trauen sich nicht nochmal. So, ich glaube, ja, der hat seinem Kumpel jetzt die Ave geklaut. Oh, Giz, renn da nicht rein, bitte. Bleib einfach, da wo du bist. Riskier nichts. Okay, der eine Typ rennt. iFusion rennt sich. Ja, er holt natürlich mich. Bitte. Ja, und die Arme verpisst sich hier. Save der einfach die Arme. Nee, nee, nee. Böser Jung. Okay, die Position ist natürlich richtig mies, ne? Wenn einer langkommt. Nee, aber wir haben natürlich safe gespielt. Safe auf Sieg und dann. Dann laufen wir nicht der letzten Arve hinterher. Ja. Erstmal warten, bis die Zeit abläuft. Früher zu. Ja, CS Source Zeiten, da war das irgendwie meine Lieblingsmap Office. Ich weiß nicht. Die habe ich zwar nicht am meisten gespielt, glaube ich, aber ich habe sie geliebt. Ich mochte das Layout, ich mochte irgendwie alles. Weiß auch nicht warum. So. Natürlich Smoke kaufen. So wie es sein muss. Da meine AK bekommen, wie es aussieht. So, gucken wir mal Mr. Zero zu. Der piekt ein bisschen. Ohne Waffe? Wirklich ohne Waffe? Ist das nicht ein bisschen YOLO? Willst du nicht mal lieber eine Waffe rausholen? Ich meine, Spotten schön gut, aber was kann man noch mit Waffe? Ich glaube, dass die seitliche Geschwindigkeit sich jetzt nicht so krass ändert durch eine Waffe in der Hand. Aber gut, ihr seid die Profis. Wenn ihr meint. Oh, drei kommen über lang. Das wird jetzt, glaube ich, ziemlich nasty. Oh. Erstmal wieder smoken. Einen haben sie erwischt. So, gucken wir mal Video zu, weil da scheinen jetzt zwei durchkommen zu wollen. Ach, Junge, bleib doch ein bisschen deaf. What? Lacker. Richtig krass gelackt, ey. Töte ihn. Nasty. Jo, alle sterben für die Fliegen. Und noch Giz ist da. Giz regeln. Armer Giz, Ruhe und Frieden. Tja, so schnell kann das gehen. Giz, drop mir was. Nein, böser Giz. Wahrscheinlich hat er mir empfohlen, eine Pistole und eine Rauchgranate zu holen. Ja. So, wie es aussieht, rushen wir. Boom, der erste wird geholt. Die Nummer 9 flankiert, Mr. Zero. Schnapp sie dir. Schnapp sie dir alle. Sauber. Ave down. Dafür sind so gut wie alle anderen tot. Nur noch ich da.
Also sind alle anderen tot. Mr. Zero, du bist alleine. Du bist auf dich gestellt. Sind wir mal ehrlich. Zack. So schnell geht das. Nein, renn da nicht raus. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Also ein Kill hätte da drin sein können. Scheiß Geisel hat wahrscheinlich die ganzen Kugeln aufgefressen. Mir ist noch nie aufgefallen, dass die alle verschiedene Tücher vom Mund haben. Oh, wir rushen alle. Alles klar. Warte, geh. Yo! Mr. Zero, töte. Mich hat eine Granate erwischt, ganz stark. Der ehrenhafteste Tod von allen. Granatentod. Nicht. Na gut, die Rush-Aktion hat geklappt, das ist nur noch die Arve da. Na, pass auf, Zero. Oh, Zero. Sicher doch ab. Oh shit. Schön campen, Minion. Mal gucken, was die Arve macht. Safety. Oh nein, die Arve will offensiv. Die will die Geiseln. Oh, hä? Da will es jemand wissen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wer gewonnen hat in diesem Duell. Ich weiß nur, dass es mitten in der Nacht war und ich total auf 180 war, so voll Adrenalin und yeah! Boom! Sauber. Weiß nicht, irgendwie ist das doch ein bisschen mehr Anspannung als... Ace! Ace! Ace and Skill. Reicht das nicht? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann nicht schlafen konnte danach. Weiß nicht, CS ist dann doch ein bisschen mehr Anspannung als ein Battlefront oder ein Battlefield. Weil Battlefront und Battlefield, weiß nicht, da habe ich einfach so... Das läuft so im Automatikmodus. Ich gehe da durch, töte alles, bin MVP, läuft. Kein Problem. Bei CS bin ich das nicht. Da muss man sich auch richtig krass konzentrieren und shit, die Leute rushen da durch. So, jetzt kann ich mal zeigen, ob ich was drauf habe. Sauber. Los, Pro-Killer. Töte. Töte sie alle. Nur noch zwei Gegner, sehr gut. Ich muss zugeben, ich kill in diesem Part vielleicht nicht viel, aber ich mache wichtige Kills. Weil dass ich den gerade gekillt habe, der da mit der Geißel wegrennen wollte, war sehr wichtig. Sonst hätte er das nämlich geschafft, durchzurennen. Und ich will mal eben gucken, wie die Smoke ist. Okay, das geht mit der Wand. Ich war mir nie sicher, wo die genau landet. So. Da kommt der letzte Gegner, Zero. Sauber. Ah, Safety, M4. Scherz. Safety über die Arme. Wie sieht's denn jetzt aus? Zwischenstand, ich bin zwar schlechtester, aber ich fühle mich nicht schlecht. Sehr gut. Ein bisschen offensiver. Sauber. Oh. Gleich weggepiekt den Noob. So, Video steht hier wieder. Fire.
So, die smoken auch erstmal. Denn. Schön auf Zeit spielen. Shit, da kommen sie zu mir. Boom! Natürlich erwischt es mich instant. Die wollen lang durchbrechen. Tötet sie. Naja. Runde geholt. Darauf kommt es ja an. Ne? Im Endeffekt ist die Einzelleistung ja nicht so wichtig wie der Teamsieg. No. Risiko. Video. Das ist Risiko. Da war... Mann! Yo! Mann, was drehst du dich denn dann weg, wenn sie genau neben dir sind? Oh, jetzt muss ich regeln. Na, werde ich mit der Situation fertig? Dieser Druck! Erstmal hier schön in die Ecke lümmeln. Na, ob die Taktik aufgeht? Boah, sauber! Nach Land und die Ecke gehen ist nicht so cool, aber geregelt. Ich bin stolz auf dich. Mein Vergangenheits-Ich. What? Und tatsächlich kann ich halbwegs mithalten. Ja, nächstes Jahr fange ich wieder aktiver an. Dann wird das. Dann wird wieder geowned. Geowned! Magus. Er hat schon ordentlich was abbekommen. Sollte jetzt lieber ein bisschen defensiv stehen. Ist. Pass auf dich auf. Sauber. Ja, mit der Shot. Als Wopper. Gutes Ding. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass das wie so viele Maps, also je nachdem welcher Spielmodus, bei Geiseln ist es auf jeden Fall so, dass die Ts im Vorteil sind. Das heißt, glaubt nicht, dass wir mit diesem 8:3 die ganze Runde quasi schon gewonnen haben. Ne? Das wird noch spannend. Noch sehr, sehr spannend. So, Video mit der Awe ein bisschen offensiver. Sauber. Jo, da kommen sie. Oh, nur eine Glock. Da wurde er hart zurückgedrängt. Und alle sterben wie die Fliegen. Oh, nur noch ich. Ich gegen vier. Locker. Ich kann schon mal verraten, wie es ausgeht. Ich habe sie alle geholt und alles gemacht. Nein, habe ich leider nicht. Das war eine bittere Niederlage. Aber interessant, wie die uns taktisch dann erledigt haben, ne? Schön die Awe in den Nahkampf gedrängt, wo sie keine Chance hatte. Ordentlich auf beiden Seiten durchgerusht, gleichzeitig nicht so verteilt wie bisher immer.
Tja, dann kann man auch als CT diese Map gewinnen. Alles klar. Das war dumm. Oh oh. 3 gegen 4. Nicht die beste Ausgangslage. Von hinten. Nein, Luckshot. Und ich habe einen geholt. Wahnsinn. Kann ich auch die anderen beiden aufhalten? Zumindest die Ave holen. Nein! Geh nicht zur Ave. Boah, ich hab die Ave geholt! Und Nachladen um die Ecke. Ah, warum gehe ich denn Nachladen um die Ecke? Immer in dem Moment, wo ich denke, yay! Ich hab's ja drauf, dann mach ich sowas. Dann denke ich mir so, bitter. Ganz bitter. Take 9 Rush. Alles klar. Nein, guck da hin. Nein, das war nicht schlau. Oh mein Gott, sie sterben alle. Das war schnell und blutig. Aber sie haben dadurch die Arbe verloren. Das war natürlich stark. Wir haben nur unsere Tech-9s verspielt. Alter, was für eine geile Glock. Mann, Zero, warum hast du so geile Waffen? Du hast echt zu viel Geld. Spende doch mal. An den Videospiel Gold. Ich meine nur. Nur fürs Protokoll. Die Position da von Zero ist dann. Wollte ich nur mal zeigen. Video fällt auch. Das war jetzt auch nicht so genius von mir. Oh, kann ich die beiden aufhalten? Kann ich das Kunststück nochmal wiederholen? Hoffen wir es. Hä, zu spät. Dein Kumpel ist tot. Oh, Gis wird gesandwiched. 8 zu 7, das ist nicht gut auf eine Theme. Das ist keine gute Ausgangslage. Also vor dem Hintergrund, dass man jetzt als CT spielen muss. Andersrum wäre es gut. Das wird jetzt ein bisschen eng und gefährlich. Mir ist noch nie aufgefallen, dass da Wasser durchtropft. Das sieht man auch erst in Ultra HD. So, wir gehen jetzt alle gemeinsam über lang, oder wie sieht's aus? Arg! Töt ihn! Los, Pro Keller! Vernichte sie! Warte sie aus! Sauber. 101. Verkackt. Oh, die Pistol verloren. Das ist jetzt ganz bitter.
Bist du eine Köder? Alles cool. Boah, sehr schön, ey. Erstmal P90 geklauen. Töte sie Video. Achso, der ist schon. Sauber. Na, können sie lang durchbrechen? Ich mach da kurz ein bisschen Terror, mehr oder weniger wahrscheinlich. Oh. Ja, das lief wohl nicht so an der Stelle. Cool. Gewonnen. Ist Regel mal wieder, wo ist er? Da. Deutsche Sieges. Erstmal schön mit der geklauten P90 alles holen. Shit, der war schnell. Nein. Boah, ich komme von hinten. Sauber. Ich hab die Geisel. Ich hab die Geisel. Oh shit, der kommt von rechts. Das Aim, ne? Das war ganz bitter von mir. Dafür schäme ich mich auch heute noch. Komm schon. Der hat mit seiner SSG 3 Leute geholt, ich fass es nicht. Oh, das wäre ein wichtiger Sieg gewesen. Das wäre ein wichtiger Sieg gewesen. Naja. Gut, man muss das Beste draus machen. Nächste Runde wieder Fett kaufen und alles vernichten. Jetzt kommen die Deagle-Skills. Da bin ich ja mal gespannt. Ob das was werden kann. Es gibt ja diese Spieler, die kaufen sich die Deagle und lappen damit, und es gibt diese Spieler, die vernichten dann auf Distanz. Nahkampf, alles, was sich bewegt. Jeden Kopf. Da ist auf jeden Fall ein Snipe. Ich würde mal sagen, der Mew ist da mit seiner SSG. 4, ja, der steht da vorne. So. Kleiner Trupp ist kurz durchgekommen. Kurz wird Randale gemacht, aber die werden leider alle ausradiert. Einschließlich meiner Wenigkeit. Shit, das lief natürlich jetzt nicht so gut. Nein, dreht er sich weg. Boom. Also ich sehe schon, hier ist ein erfahrener Deagle-Spieler am Werk. Yo. Komm, Ace. Ach ne, Geist hat einen getötet. Ach Geist, was versaust doch da der Ace? Nein, scheiße. Giss! Giss! Du musst eskalieren! Guter Giss. So. 10-9 steht's. Gegner haben mehr oder weniger eine Eco. Ja, zumindest nur so Kleinkram gekauft. Mal gucken, so, Giz, pass auf. Ja, hätte ich dich mal nicht gewarnt. Oh, die Nova-Taktik. Dann gönn dir mal ein Video.
Nein! Oh, schade. Das wär's gewesen. Das wäre der entscheidende Hit gewesen an der Stelle. Oh oh. Ich glaube, die Runde verkacken wir. Jo, mit der Nova, als ob. Das war übertrieben. Als ob man. Glückstreffer. Mehr war das nicht. Oha, Video hat den Revolver rausgeholt. Alles klar. Das war übrigens zu einer Zeit. Also, hier war es schon gefixt. Balanced, wie auch immer. Hm? Oh Mann. Er holt mit dem Revolver wirklich alle. Kranker Bengel. Aufgehst. Sauber. What? Ich hab ihn geholt. Läuft bei mir. Das war nichts. Tut mir leid. Ja, das Wichtigste bei Geisel-Maps ist halt, dass man wirklich die Geisel holt. Weil das bringt einen dicken Cash-Bonus, den man gebrauchen kann. Genauso wie T's halt immer die Bombe planten müssen, um Geld zu bekommen. Aber ich glaube, Geisel bringt um einiges mehr. Weil es ja auch schwieriger ist vom Ding her, dahin zu kommen. Richtiger Rhythmus hier. Go Zero. Das ist keiner. Tut mir leid. Einer hat 4 HP, der müsste ja schon tot gehen. Wenn er take 9, als ob. Oh, sieht nicht gut aus. Nur noch Mr. Zero und ich. Und ich werde da wahrscheinlich jetzt geholt, wenn die 4 rauskommt. Wenn Mio mich holt. Das Drama will ich mir angucken. So. Schnell und schmerzlos. Die machen keine Kompromisse. Elf, elf, oh, alles ist noch offen. Wobei, ich glaube, wir müssen eine Eco machen, ne? Ne, müssen wir nicht. Alles klar. Aber wir machen eine, wie es aussieht. Ne, so ein bisschen kaufen wir doch. Ne, wir kaufen voll, alles klar. Otage. Video, töte ihn doch. Das ging jetzt relativ fix. So, 2 in 2. Ja. Tschüss.
Weil dann musst du da jetzt hin. Ich denke, ich sterbe da gleich wieder gegen Mew. Mew. Ist ja hier kein Pokémon. Zack. Oh, das hätte ich nicht gesehen, Giz. Oh, sauber. Oh, eskaliert. Das war ein bisschen Glück, dass der eine, den ich sieg, ist und der andere zufällig da gerade in der Schussbahn ist. Aber Glück muss man haben. Erstmal eine Arme holen. Alles klar. Sehr gut. Kein M4 wird zurückgelassen. Und die Gegner machen eine Echo. Mit trotzdem Kopf. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das eigentlich. Egal. Auf jeden Fall haben die jetzt nur so Kackwaffen. Gewiss. Oh, schade. Das wär's gewesen. Den gleich wegheddern. Zack. Warum gehe ich eigentlich immer wieder über lang, wenn ich's nicht kann? Kann mir das mal einer verraten? Ich finde, kurz ist auch hier viel geiler, weil man dann gleich da rein kann oder geradeaus, hat man mehr Möglichkeiten. Wenn man lang kommt, dann steht man da so, selbst wenn man den langen oder die beiden langen Flure entlang kommt, steht man dann da in diesem Vorraum. Und ja, da kriegt man einfach nur hart auf den Sack. Vom Ding her, weil, ja, man hat gesehen. Man steht dann da einfach ungeschützt und ja, kriegt auf die Fresse. So, Giz, guck mal lieber rechts da rein. Genau, da lauert einer. Springen wir schon gleich hervor und boom! Jo! Das sind eigentlich Reflexe. Töte ihn! Nein! Oh, Giz, wieso nimmst du denn die Awe? Er hatte keinen Inner mehr. Jetzt haben die eine Awe gewonnen. Shit! Schepper. Granate habe ich voll in die Fresse bekommen, das weiß ich noch. Und die hat mich getötet. Yay! Mann, war ich produktiv die Runde. Die Waffe ist 4 Euro wert mittlerweile. Die Rose Iron. Frag mich nicht wieso. Die habe ich bestimmt nicht für 4 Euro gekauft. Ich überlege, ob ich sie jetzt verkaufen soll, aber. Ah, Sprazy! Nee! Giz! Vernichte sie alle! Shit! Oh, das wird eng. 2 Siege noch und dann kann es im schlechtesten Fall nur noch ein Unentschieden werden für die Gegner. Wir müssen uns anstrengen, Leute. Wie sieht denn der Zwischenstand aus? Ich bin nicht der Schlechteste, ne? Immerhin. Wobei ich glaube, Schlechtester des Teams werde ich leider noch. Aber naja. Ah, schade. Ein Treffer noch und dann wäre er tot. Yo!
Erstmal die AWW kennen. Sauberes Ding. Alter, der Rush war hart. Der war schnell. Präzise. Effektiv. LOL. Anstatt Gis weg zu headern. Lappt er erstmal. Apropos Lappen, da bin ich. Ja, renn Gis. Gis, renn. Wir brauchen das Geld. So, wie sieht's finanziell bei den Gegnern aus? Zu gut, scheiße. Jo. Jetzt wird's nochmal richtig spannend in den letzten Runden. Weil jetzt wird alles entschieden. Jo, der erste Gegner, der da so ein bisschen piept. Da wurde der Vorstoß ein bisschen aufgehalten an der Stelle. So. Oh, wenn er jetzt durchgerannt wäre, ne? Das müsste man manchmal wissen, dass es geht. Übrigens, habt ihr das mitbekommen mit diesem Bug und der Smoke? Es gab irgendwie nach dem Update eine kurze Zeit, wo es möglich war, durch den Smoke zu gucken. Da muss man aus dem Spiel raustappen und wieder reintappen und dann konnte man durch sämtliche Smokes kommen. Was so gesehen kein Cheaten oder Hacken war, weshalb das viele gemacht, oder die es wussten, das waren nicht so viele, die es wussten, haben es halt gemacht. Man konnte denen nur vorwerfen, dass die Wall hacken, aber an sich haben sie nichts Falsches gemacht. Ziemlich krasse Geschichte und sowas darf natürlich eigentlich nicht passieren bei so einem E-Sport-Spiel, ne? Dass ein Update zu so einem massiven Bug führt, der ja schon jetzt echt auf Cheat- bzw. Hackniveau ist. Naja, so, 14-13. Sauber. Das ganze Blut. Wo bleibt eigentlich das Update auf die Source Engine 2? Da war doch mal irgend so ein Gespräch, dass das Spiel ein grafisches Update bekommen soll. Also beziehungsweise gleich auf die komplett neue Engine umgezogen werden soll. Nur ohne Zerstörungsfeatures. Die bietet die Engine zwar, aber die wird natürlich überhaupt nicht, ne, zu CSGO passen. Dann wäre dieser Competitive-Gedanke irgendwie sofort wieder kaputt. Ja, während Rainbow Six Siege natürlich davon lebt, dass man alles kaputt machen kann, ist es... Nee. Auch wenn es technisch wunderbar möglich wäre. Nein, das darf man einfach nicht tun bei diesem Spiel. Das wäre nicht so gut. So, jetzt wird's interessant. Hat Gis mitbekommen, dass seiner ist? Nein, jetzt hat er es mitbekommen. Puh, wie dumm der Gegner sich doch zeigt. Lappen. Ja, sauber von hinten geholt. Den auch. Oh, da eskaliert jemand. Ich glaube, ich war sogar dabei, als er seine erste Runde in CSGO hatte. War ich dabei? War er das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, das war Kahiri. Da meinte Gis, ich habe da so einen Kumpel, der war richtig krass in CS Source. Auch competitive. Und den bringe ich mal mit. Und dann haben wir die erste Runde auf Italy gespielt. Und wer Italy bei Source kennt, beziehungsweise 1.6 und Source kennt und dann die Version in CSGO kennt, die ist ja richtig kolossal anders. Ist das deine Ernte, Gis? Naja. Auf jeden Fall, dann stand er da so. Und ich so zu Gis, oh, bist du sicher, dass der das kann? Ich meine, das ist ja ein komplett anderes Spiel. Und er so, ja, vertraue ihm. Und dann hat er AWP gespielt. Hat sogar ein paar geholt. War gar nicht so, also war wesentlich schlechter als jetzt. Na, jetzt hat er sich natürlich richtig eingespielt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat er ein bisschen geholt. Und der Witz war dann einfach so, dass er die ganze Zeit dann in einer Position stand. Und ich dachte schon so, ist das so eine krasse Next-Gen-Taktik oder so, oder was die da durch, bis mir dann einfiel, dass er die Map ja gar nicht kannte in der neuen Version. Da meinte ich so, hey Alter, die beiden Geiseln sind nicht hinter dir im Haus, das weißt du. Und er so, was? What the fuck? Ja, die eine ist da hinten beim Weinkeller irgendwo in der Nähe. Und die Wege sind komplett anders und... Ach, dann haben wir die Runde auch verloren. Weil er das halt nicht kannte, ne? Hat sich viel geändert. So, Gis. Hol ihn, hol ihn, hol ihn! Sauber.
2 gegen 2. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's um die Salami. Meine P90, meine P90! Nee! Nein, oh, das ist meine P90 jetzt am Endsieg beteiligt. Dann wäre ich sehr stolz auf sie. Dann hat sie definitiv Pussies destroyed. What? What? Der Gegner lauert da. Oh, natürlich mit der Arve. Scheiße. So, finale Runde. Wird es nur unentschieden oder ein Sieg? Die Entscheidung fällt jetzt. Irgendwie sieht der Charakter von Mr. Zero aus wie Lamm. Ein bisschen. Also das Charaktermodell. So. Ich weiß nicht, können alle kaufen? Ja, finanziell sieht es ganz okay aus. Kann man was mit anfangen. Ich erinnere mich da nur zu gerne an das ESL-Finale zwischen Fnatic und Ninjas in Pyjamas 2014 oder wann das war. Oder Fnatic einfach kein Geld mehr hatte im Finale. Und dann auf den Sack, also in der letzten Runde, das war der Witz, vorletzt haben sie nochmal alle gekauft, dann auf den Sack bekommen und in der letzten Runde, die Entscheidungsrunde, hatten sie dann nur noch Pistol und ja, dann war die Sache entschieden. Aber mittlerweile sind die ja recht gut geworden für Fnatic, ne? Trotz dieses einen kleinen Zwischenfalls mit dem Assi-Trick auf Overpass, sind die ja mittlerweile echt die Besten. Oder mit die Besten, weiß ich gerade gar nicht. So. Na, der Gegner hat sich Zeit gelassen zu gucken. Wird gleich bestraft von Giz. So, 5 gegen 4. Der Ausgangslage kann man was anfangen. Und einer ein bisschen angefragt. Traut euch. 40 Sekunden. Ihr müsst rushen. Ihr müsst russen. Russen. Bloß. Rust vorwärts. Töte sie, sie. Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Ein Gegner noch! Giz, gib ihm Deckung! Gib ihm Deckung! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Renn, Zero! Renn, wie du noch nie gerannt bist! Oh mein Gott! Ich finde immer die Noobs witzig, die dann ihr Messer rausholen. Mit Messer rennt man nämlich nicht schneller, sofern man eine Geisel trägt. So. Und ich muss sagen, das ist der ultimative Sieg. Mit der Geisel davonlaufen. Respekt. Geile Runde. Ich habe mich recht gut geschlagen. Ist okay. Für so eine Runde auf dem Niveau. Bis dann, Leute.